Moin! Hi, hallo! Wer bist du? Markus Merz, ich bin der Pyrostern-Feuerwerk, oder wir sind Pyrostern-Feuerwerk. Und wir schießen jetzt heute Abend die Musiksynchrone Show. Und ihr habt da gerade schon so ein paar Sachen gesehen, die wir aufgebaut haben. Das ist quasi unser Zentrum. Man sieht hier so verschiedenste Effekte, Single-Shots, Feuertöpfe. Wir haben hier kleinkalibrige Kugelbomben, die wir hier vorne einsetzen. Und diverse Batterien, die jetzt hier zu sehen sind gleich, die so gut es geht synchron geschossen werden. Das ist bei Batterien immer ein bisschen schwierig, naturgemäß. Und ansonsten haben wir hinten noch ein ganz schön großes Bombennest. Genau, da hinten ist es. Und wir schießen von 3 Zoll bis 5 Zoll da hinten in diesem Bombennest alles Mögliche an Kugelbomben. Und ich meine, wir haben auch ein paar schöne Zylinderbomben dabei. Der Sternencup, also von der Sternengalerie ausgerichtet, ist im Grunde nach so ein Musikfeuerwerkswettbewerb. Fünf Teams treten an und man sieht ja also die verschiedensten Dinge und Positionen, die hier aufgebaut sind. Wir stehen jetzt quasi mittendrin zwischen verschiedenen Positionen von verschiedenen Teams. Ja, und wir haben alles Mögliche an Effekten aufgefahren hier. Also wir werden von Feuerbällen bis zu sehr, sehr, sehr genau getakteten musiksynchronen Feuerwerken vermutlich so ziemlich alle sehen heute Abend. Und ich glaube, das wird auch fulminant am Himmel, also gerade was die Kugelbomben und so betrifft. Also wenn man sich das anguckt, das wird, glaube ich, ein schöner Abend, ja. Genau, ich freue mich. Wir machen noch ein paar letzte Schutzmaßnahmen hier noch ein bisschen abdecken. Ja, du hattest gerade gefragt, wie lange es dauert, sowas hier aufzubauen und im Vorfeld zu entwerfen. Also wir sind mit, unser Team ist heute 9 Köpfe stark, das jetzt hier aufgebaut hat. Und wir haben begonnen um 11 Uhr und sind jetzt eigentlich fertig geworden. Also das heißt so um 18 Uhr waren wir dann fertig, also mit dem finalen Test. Hat auf Anhieb alles geklappt, das heißt keine Fehler beim Testen, das ist sehr gut. Und ja, von daher hat alles wunderbar funktioniert. Ja, in der Vorbereitung ging es natürlich eigentlich Monate davor schon los, muss man sagen. Es fängt an mit der Musikauswahl, dass das Team sich überlegt, okay, welche Musik wollen wir nehmen, wie soll es aussehen, also was wollen wir zeigen. Gibt es so ein paar Schwerpunkte, die wir setzen wollen, also irgendwas, was wir besonders betonen wollen. Ja, also wie soll es werden? Das entsteht dann quasi an einem weißen Blatt oder auf einem weißen Blatt Papier. Und das hat auch wunderbar funktioniert und die eigentliche Show haben wir dann also immer so peu à peu fertiggestellt. Und also dann final über, ich würde sagen, 2 bis 3 Wochen entworfen. Ja, und dann stand sie, jetzt haben wir sie aufgebaut und jetzt sind wir alle sehr gespannt, was passiert heute Abend. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass wir gewinnen und den ersten Platz machen, das ist ja klar. Aber die anderen sind auch sehr gut, also von daher ist es keine Schande, wenn wir die nicht machen, aber ich hoffe. Also die hier eingesetzten Effekte, die man hier sieht, sind ausschließlich Großfeuerwerkseffekte. Das heißt, wir haben jetzt hier nichts dabei, was man irgendwie zu Silvester kaufen kann oder schießen könnte. Also da ist gar nichts dabei, also überhaupt nichts. Also wir schießen hier ausschließlich Großfeuerwerkseffekte. Selbst in der Front vorne verwenden wir nur Großfeuerwerkseffekte. Wir haben, das stimmt nicht ganz, wir haben ein paar Fontänen, die könnte man kaufen. Ja, also die wären frei erwerbbar, aber das war es dann eigentlich. Genau. Natürlich uns beauftragen, dann bauen wir ein Musikfeuerwerk, dann also speziell zu der Wunschmusik, die du dir vorstellst. Also das heißt, wenn du einen Song hast, der dann für dich umgesetzt werden soll, dann schreiben wir die Show dazu, bauen das Feuerwerk dazu auf und in aller Regel werden die sehr schön. Aber das sagt, glaube ich, auch jeder, der das macht. Ja, und das kannst du bei uns beauftragen. Ansonsten die, ja, das Material dafür kannst du halt bei verschiedenen Shops bestellen. Also wir selber verkaufen auch zu Silvester, also Silvesterfeuerwerk dann eben, das frei verkaufbar ist. Und die Sachen hier, die musst du dann direkt bei Importeuren oder Herstellern kaufen. Also es gibt ein paar deutsche Hersteller, ja, und ganz, ganz viele Importeure und ein Großteil der Ware ist halt aus China importierte Ware.
Oh, meine Lieblingskugelwumme. Also ich mag sehr, sehr gerne Weißblinker und Rotblinker, also unheimlich gerne, also mag ich sehr, sehr gerne und dann in verschiedenen Größen und verschiedenen Ebenen, das finde ich unheimlich toll. Und noch schöner ist das, wenn dann da so ein Salutgewitter drin losgeht, also das ist sehr, sehr toll. Aber es gibt natürlich wunderschöne Brokatkronen, die in so einem Blinkerzentrum haben, also es gibt ganz, ganz viele tolle Effekte, die man da einsetzen und verwenden kann, also da gibt es kaum was nicht gefällt. Palmen finde ich auch noch sehr, sehr schön. Das ist ein sehr, sehr schöner Effekt, wenn sie denn dann richtig aufgehen. Man häufig, dass das so mehr so ein Wedel ist, dann fallen die so nach unten, das ist nicht so schön, die müssen richtig schön auseinandergehen und dann das ist ein ganz toller Effekt. Sieht sehr edel aus. Mein schönstes Feuerwerk bisher war der französische Nationalfeiertag auf der Insel La Réunion, das ich da gemacht habe. Das war bisher so das Highlight. Und das ist auch schwer zu toppen, weil wenn man geht auf so ein Pier und schießt da sein eigenes Feuerwerk, das ist schon, das hat schon was. Also das muss man wirklich sagen, das war ein ganz tolles Erlebnis und ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man das toppen kann, aber man muss es ja auch nicht mehr toppen. Also von daher, und, viele schöne Feuerwerke, aber das war das Schönste. Ja, dann bedanke ich mich und viel Glück, viel Erfolg. Dankeschön. Und alles Gute weiterhin. Danke. Bitte. Tschüss. Und ansonsten haben wir heute nochmal das Team aus Gifhorn, Markus Merz und sein Team, das Team Starstream, das Feuerwerk Nummer 5. Und jetzt wünsche ich euch noch einmal ganz viel Spaß.
das war unser letztes Team des Abends. That's one small step for man.